Willkommen zu einer neuen Folge von Astral Chain. Nachdem wir in der letzten Folge den Arm Legion zurückgeholt haben, ich habe gerade erst überlegt, wie der heißt, aber der heißt Arm Legion, gucken wir jetzt und verfolgen weiter die Jenna Anderson und sollen uns aber erstmal mit der Akira treffen. Warte mal. Arm Legion als Rüstung tragen? What? Legionsaktion. Drücke L, um die Arm Legion wie eine Rüstung anzulegen. So bewegst du dich schwebend über Gefahren hinweg. Okay, ich wollte eigentlich dann einfach mich da drüber ziehen, aber wenn das dann auch so geht. Ich frage mich gerade, was war denn das, weil er sich... Ah, okay, wenn ich ihn jetzt steuere und dann einmal den Stick so kurzzeitig nach links oder rechts drücke, macht er jetzt einen Angriff. Das ist durch die Fähigkeit, die ich mir letzte Mal zugeteilt habe noch. Ich möchte jetzt eher... So. Das ist ja mal awesome. Oh, der kann die Objekte dann auf die Mobs werfen. Mega geil. Hab dich. So. Mir gefällt der Arm-Legion bisher mit am meisten tatsächlich. Auch wenn wir jetzt hergehen können und sagen können, dass dieser Schwert-Legion zum Beispiel das... Oh, sowas wie Pikachu bei Pokémon ist quasi so dieser Starter, mit dem man quasi... Der halt einfach zu einem zugeschnitten ist. Auf einen zugeschnitten ist. Aufheben und werfen. Z halten, aufheben, ja. Auf geht's. Teamarbeit, Junge. Out. Achso, okay. Ja, ich drück die falschen Tasten. Wollte nicht die Fähigkeiten die ganze Zeit jetzt aktivieren. Okay, ich muss mir das abgewöhnen, dass ich die einen. Also, ich verwechsel quasi die Taste, mit der ich ihn bewegen lassen kann und sowas miteinander. Schon wieder. So, Stägen und Kugelfeuer. Autsch, komm, zieh mir die Rüstung an. Und auf die Schnauze, Junge. Hab dich. Und Abschluss. Hab mir natürlich mal wieder so richtig blöd angestellt. So wie jedes Mal. Na, ein D. Ja. Mann, bin ich gut. So, das ist aber, glaube ich, ein Fähigkeiten-Code. Achso. Ich habe gerade gedacht, das wäre vielleicht was Seltenes. Also ein seltenes Upgrade-Material.
So, zack. Natürlich trifft er. Was machen wir? Wir packen Armlitschen raus und dann. Dann gib ihm. Natürlich sehr gut von der Energiemanagement her, was ich jetzt gemacht habe. So, dann die Kleinen töten. Achso, stimmt. Abklingzeit muss ich beachten. Oder eher gesagt, die Energieanzeige muss ich ab und zu mal beachten auch. Zack. Was geht nach vorne ab? Warum kämpfen die gegeneinander? Lecker. Also auch mit töten oder was? Und Abschluss. Na, es war ein bisschen besser, aber ich glaube auch nur ein C. Von der Wertung her, wenn überhaupt. B. Okay. Natürlich geil. Ich will mal was anderes als ein D. Berserker. Es braucht aber zwei Slots. Die haben bisher alle nur einen Slot bei mir. Na komm. So. Ziehen. So, wohin geht's denn? Oh, da vorne kämpfen die schon. Sie ist schon menschlich, aber ich glaube, die ist mittlerweile so eine Mischung aus menschlich und Chimäre geworden.
Your power is not the gift you think it is. One day, it will cost you everything. Hat sie mich versteinert? Jo! Die hat schon Power. So this is a legion. The power to control chimeras will only go so far. Ja, aber nicht meine Verbindung. Nein! Wieso verlieren wir eigentlich fast dauernd fast unsere Schwester? Oh. Das sieht nicht gut aus. Ja moin, servus, wie geht's? Homunculus. Rache. Neuron officers on the first floor. Akira needs immediate assistance. The auto defibrillator isn't working. It must have been damaged in the fall. Hurry! Akira's vitals are dropping. All of this is Alicia. I'm on my way, okay? But somebody's gotta come help Jin out of here. No, fine. I'll manage on my own. Akira is in way worse shape than I am. Ist schön, der Synchro-Angriff erreicht das Mob gar nicht, wenn ich den mache. Oh, das war ein guter Angriff. Junge, der Damage ist real. Haben wir seine Aim zerstört? Oder macht irgendwas auf dem Boden? Oder? Warum leuchtet der Boden so rot? Aber ich bin nur ausgewichen. Na, ich hätte gehört, man könnte ihn vielleicht unterbrechen, wenn er mir am Kopf trifft mit einem Pfeil. Wie lange geht es jetzt? Da kann man ja auch was mit einem Schwert durchtrennen. Scheint aber nicht wirklich der Fall zu sein. Ja, ich kann ihn halt wirklich noch einfach weiter abschießen auch. Okay, dann macht er ein bisschen Pfeile abballern oder sowas. Möchte nicht gefressen werden, bitte. Danke.
Ah, ich verkack's gerade ein bisschen die Steuerung wieder mal wieder. So, Arm leechen. Guck mal, Arm leechen nach vorne, kannst du ein schönes Schild werfen. Autscha. Ist das Rage-Modus oder? Ist besiegt. Okay, ich würde sagen, ein B oder ein C, weil ich hab mich nicht so scheiße angestellt beim Kämpfen gefühlt. Okay, I'm with Akira. It's a. I'm gonna administer first aid. I couldn't. Hey, just zip it. A medical chopper is on its way to the mall. Bring anyone who needs medical attention to the front entrance. All Neuron officers still in the mall, report back to HQ ASAP. Repeat, all officers return to HQ. Das gab ein D? Gut, ich war wahrscheinlich dann nicht kreativ genug. Weil ich finde, ich habe mich nicht so schlecht geschlagen gegen die Bestie. Habe ich ein bisschen was übersehen anscheinend wieder mal. Was die rote Fälle angeht, weil beim blauen Fällen habe ich anscheinend alle gemacht. Und die sind so 6 von 9. Ich behalte aber den Schwierigkeitsgrad. Ja. Interessant. Ich habe aber auch, glaube ich, immer noch keine Farben für die Legions freigeschaltet. Okay. Acura's heartbeat is stable. Looks like the worst is over. But to be completely honest, it's a miracle they made it out in the first place. Thanks to Dr. Calvert. He's a miracle worker. I can't take all the credit. Our Akira is quite special. There is still a chance of infection. Run another check. Oh nein. Ich weiß, glaube ich, was passieren wird. Brenda. Weil am Anfang, in der ersten Folge, gab es so ein Intro mit Musik und sowas. Und da war eine Person zu sehen, die quasi wie mein Charakter ist, bloß in Rot-Version, also quasi so. Und ich glaube, sie, also meine Zwillingsschwester, wird quasi dann auch so wie ich, bloß halt in Böse durch die Infektionen oder sowas. Oder Experimente. Kapitel 5, Pakt. Brenda and the commander are both on it.
Akira. Brenda gives even the commander a run for his... And what happened to Akira wasn't your fault, trust me. Even the commander... Akira did what she did, because it's her duty as a Neuron officer to protect you, no matter what. But duty is one thing. To go that far for you, you've both been through so much, and Akira's taken it harder than you have, huh? Wahre Geschwisterliebe kann wohl so sehen, ja. Jemanden zu haben, für den man so weit zu gehen bereit ist. Ah, da fällt mir ein. Wir haben einen Bericht aus der Hightech bekommen. Das Riesenmonster war keine Chimäre. They've never seen anything that wasn't a Chimera spread data corruption like that. Well, if they figure anything beyond that, we're putting all our effort. She completely vanished 20 years ago, and not even the commander has any clue what she's after. As if your hands weren't full enough with the Chimera. Interessant. Wenn das keine Chimera war, was war es dann? I'm glad I found. I just got back from the lab. She's going. Okay, ich weiß, du willst überstehen. Erstaunlich zäh. Geile Aufkleber da. Die Einrichtung ist sonst für externes Personal gesperrt, aber diesmal können wir wohl eine Ausnahme machen. Okay. Dann würde ich gerne wieder Trainingsraum gehen, ja. Weil hier unten ist ja der Upgrade-Raum. Nur eins machen, dann mache ich glaube ich wieder noch mehr Schaden mit meinen eigenen Waffen, ja. Ein Spezialangriff. Interessant. Legion, Lernsystem, ich habe 1900 Gencodes. Ich habe halt keine Codes dafür. Ich kann den noch ein bisschen upgraden. Aber ich spare mir, glaube ich, die Punkte. Weil ich eigentlich jetzt kein großer Fan bin vom Bogenschützen. Momentan rein theoretisch gesehen. Ich kann auf jeden Fall noch nach oben. Da gibt es ja noch mal extra so ein... Im Kommandoraum gibt es ja noch diese Legatus-Station, wo man die Legions reinigen kann, etc. Da. Putzen, putzen, putzen. Man sei dreckig gewonnen. Wäre auch mal geil, wenn du stehen bleiben würdest, ja. Zack. So, jetzt noch der Arm leechen.
Boah, bleib doch mal. Halt doch mal still. Du Dreckspatz, du. So. Nein, ich wollte noch mal was gucken. Ich habe ja, glaube ich, immer noch keine Farm, oder? Legion Farm. Ich habe nur die Standard Farm. Weißt du, wieso kriegt man keine Farm oder kriegt man die denn her? Nicht, dass man die erst später bekommt, wegen wenn man das Spiel zum ersten Mal durchgespielt hat, weil das ist dann echt lame. So, Brenda. Möchtest du besuchen? Auf geht's. Aber wir müssen sogar extra noch hinfliegen. Komm mit mir, wenn du leben möchtest. Ah ja. Gut, danke. Komm ich mal mit dir. I'm not sure how much you've been told, so allow me to explain. This is the Aegis Research Institute. A testament to Dr. Calvert's lifetime. Okay, das ist also das Aegis Institut. Dr. Calvert has gathered the finest minds the Ark has to offer here to study the astral plane and work towards our future. The data you collect by defeating Chimeras goes directly towards their research. Okay, alle Daten, die ich sammle, werden hier hingeschickt. Please step inside. Each floor is dedicated to a different research field. This floor is where the red matter specialists work. There's nowhere on the Ark better equipped to treat red-shifting civilians or officers injured by aberrations. You'll need special permission to go beyond this point. Wait here. Make yourself at home here. Just be sure not to step outside. Willkommen zurück, Dr. Brenda Moreno. Gerne Besucherausweis. Ein Rang C Zugangsrecht sollte reichen. Ja, hallo. Wie lange soll ich noch warten? Einen Moment bitte, aber wie lange? Geht doch. Ah, you'll need this. VIA Besucherausweis. Ein Zugangsdokument für Besucher des Forschungsinstituts Aegis. Nice. You'll be able to access most of the floor. Passt überall hin. You'll be glad to know Akira is surrounded by the rooms are reserved for victims of Redshift and Chimera. Ich weiß, dass ihr schon irgendwas komisches mit der Akira gemacht habt. Oder vorhabt. Zumindest nicht Brenda direkt, aber halt der Joseph. I must say, I wish I were back here under happier circumstances. Ah, right. I used to work in this branch myself. Back before Dr. Calvert brought me to Neuron. Before I even knew what a Legion was. I was right here, checking charts and pushing gurneys. Every day brought a new batch of the hurt and the hopeless. Eventually, I realized I had to do something more to stop all that pain. Truly stop it, not just patch it up. Now, I'm proud to be working with you and Dr. Calvert to fight for humankind's future. I'm sorry. I didn't mean to go on and on about myself like that. Mm-hmm. I didn't bore you too much, did I? Here we are. Things didn't look good at first.
Okay, es sah nicht gut aus für sie am Anfang. But thanks to Commander Calvert, or I should say Dr. Calvert. So gut wie neu. Nur wieder im Einsatz. Naja, aber nicht mehr an meiner Seite, sondern gegen mich wahrscheinlich, ne? Auch in Sachen Rotschub kein Anlass zur Besorgnis. So zäh wie du ist sie nicht ganz, aber doch ganz, ganz klar deine Schwester. Ich möchte auch gar nicht wissen, was Dr. Calvert mit ihr gemacht hat. Um den nahe zu drehen zu wollen, aber es könnte etwas mit den Umständen eurer Geburt zu tun haben. Egal. Reine Berufsneugier. Wie wurden wir denn geboren? Weil hat es dann auch was mit meinen besonderen Fähigkeiten zu tun? Im Moment ist nur wichtig, dass Akira wieder auf die Beine kommt. Nun getan, jetzt können wir nur noch Akiras Körper seine Arbeit machen lassen. Ich habe einiges zu erledigen, aber du kommst ja sicher allein zurecht. Flieg einfach mit dem Helikopter zurück. Kunde des 4. Oh, hallo. Kennen Sie Lappy? Er ist der Beste. Wir kennen uns. Ehrlich, abgefahren. Ich würde ihn so gerne mal treffen. Ich bin schon so lange hier, dazu noch ohne Mom und Dad. Ich fühle mich oft ziemlich einsam. Sollte Lappy jedoch hier auftauchen, würde ich mich bestimmt besser fühlen. Warte hier, Partner. In Dr. Banfield. Warte mal, ich kann den Leuten hier auch helfen. So, machen wir erstmal hier alle Blauschub. Sie sind Polizist, worum geht's? Was, ein Lappy-Kuscheltier? Was meinen Sie denn damit? Ich hab keins. Verstehe, ja, ich kenne den Jungen. Er hat Ihnen also gesagt, Sie sollen mich nach einem Lappy-Kuscheltier fragen, ja? Sehen Sie, die Sache ist die, diese Plüsch-Lappy war gar nicht meine. Dr. Moreno hatte ihn mir geliehen. Kennen Sie Dr. Moreno? Blaue Haare? Er ist ihre. Sie fährt total auf Lappy ab. Sie hat alles mögliche von Lappy. Der Junge war so verzweifelt, dass ich sie um Hilfe bat und sie half mir gerne aus. Wir sollten es bei ihr versuchen. Jo. Jo, Brenda. Ich hätte gerne ein Kuscheltier. Bitte sehr, jetzt nimm schon und beeil dich. Ah, oh, cool, es ist unsichtbar, das Kuscheltier. So, dann wollen wir dem Kind eine Freude bereiten. So, hier drin war er, ne? Ja. Hey, kleiner Mann. Gern geschehen. So, da hinten waren noch mehr Nebenquests, die ich machen konnte. Unten da. Oh Mann, was soll ich bloß tun? Diese Ausrüstung, sie sind dieser Legiones, oder? Gut, dass sie hier sind. Ich könnte nämlich Hilfe gebrauchen. Ich räumte gerade den Lagerraum hinter dieser Tür auf, als mir eine Flasche mit Chemikalien herunterfiel. Ich ging Putzmittel holen und als ich zurückkam, funktionierte die Tür nicht mehr. Die Chemikalien müssen Strom von Batterien im hinteren Teil des Raums geleitet und dadurch die Tür kurz geschlossen haben. Ich helfe dir. Hm.
Ja, easy, weil ich habe auch schon genau das richtige Hilfsmittel. So, hier sind Batterien also. Zack. Das sollte den Kurzschluss behoben haben, vielen Dank. Die Tür ist offen, das war mir Hilfe genug. Mit der Sauerei dort drin komme ich selbst zurecht. Danke nochmal. Notfall? Explosion in der U-Bahn-Station. Am Harmony Square, da waren wir doch. Du wurdest eigens für den Einsatz ausgewählt. Ja, okay, mache ich gleich. Ich möchte vorne aber noch den kleinen Fall machen. Gehen Sie bitte auf Ihr Zimmer zurück. Niemals, ich will keine weiteren Sekunde hier verbringen. Lassen Sie mich raus, lassen Sie mich in Frieden. Bleiben. Danke für Ihre Hilfe. Es ist bekannt dafür wegzulaufen, solange wie er schon hier ist. Man kann man es ihm nicht verübeln, aber trotzdem. Wissen Sie was? Durch das ständige Wegrennen verschlimmern Sie nur Ihren Zustand. Hat er einen Rotschub? Ja, den können wir auch noch helfen. Genauso wie dir. So, und dann würde ich aber jetzt gerne den Haupteinsatz machen. Frage ist, warum schon wieder am Harmony Square? Zufall? Bin startklar. Anschnallen nicht vergessen. Auf und davon. Laden. Okay, Harmony Square Station again. Okay, Alisa wartet auf mich in der Station. Aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. See ya!